Hey, yo Leute, Grimex hier und heute werde ich euch einer der geilsten Glitches zeigen, die ich euch jemals auf meinem Kanal gezeigt habe. Ihr könnt es schon im Hintergrund sehen. Ich werde euch heute zeigen, wie ihr ganz alleine und völlig einfach einen Monster Truck in eure Garage bekommen könnt. Und wisst ihr, was das Beste an diesem Glitch ist? Dieser Monster Truck bleibt auch noch für immer in eurer Garage. Selbst wenn ihr die Sitzung wechselt, der Monster Truck bleibt einfach für immer. Und dieser Glitch funktioniert, wie schon eben gesagt, auch noch absolut einfach. Und wie dieser geile Glitch funktioniert, das werde ich euch jetzt zeigen. Alles, was ihr für diesen geilen Glitch benötigt, ist einfach nur ein Marshall Monster Truck und zwei Apartments in exakt dem gleichen Gebäude. In meinem Fall ist das Ganze jetzt hier der Eclipse Tower. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit zwei Apartments in einem anderen Gebäude machen. Wie ihr seht, versuche ich jetzt am Anfang den Marshall Monster Truck in meine Garage reinzufahren und natürlich kommt die Fehlermeldung, dass man diesen Monster Truck nicht in die Garage reinfahren kann, was ja natürlich auch ganz normal ist. Jetzt fahrt ihr hier einfach etwas die Straße runter in der Straße, wo auch der Eclipse Tower ist und fahrt hier einfach mit dem Marshall Monster Truck in diese Gasse rein. Dort sind ein paar Müll und ein Stromkasten. Jedoch ist das einfach kein Problem. Da müsst ihr einfach ein paar Mal dagegen fahren und dann erledigt der Monster Truck schon den Rest. Das Ganze macht ihr einfach, damit die Türen blockiert werden und wenn ihr jetzt aussteigt, dann werdet ihr automatisch rausteleportiert. Das ist sehr wichtig, dass ihr das bei diesem Glitch beachtet. Also ihr müsst dafür rausteleportiert werden. Jetzt rennt ihr einfach kurz auf die Straße und klaut euch ein Auto von einem NPC. Dabei ist natürlich völlig egal, um welches Auto es sich handelt. Das Auto darf nur kein Sport- oder Supersportwagen sein, sodass man das Auto dann später noch in die Garage fahren kann. Aber dazu gleich mehr. Ja Leute, ihr fahrt jetzt einfach mit dem Auto von dem NPC einfach an eurem Monster Truck dran, also blockiert es, also ihr müsst da wirklich richtig dicht dran fahren für diesen Glitch, so nah wie es nur geht, macht es einfach so wie ich, stellt euer Auto einfach quer zu dem Monster Truck hin, einfach wie schon eben gesagt, richtig nah, das ist wirklich extrem wichtig für den Glitch. Jetzt steigt ihr einfach aus dem Auto von dem NPC aus, geht auf euer Handy, geht zu schnelle Jobs, zufälligen Job beitreten, auf Abruf, bist du sicher, bestätigt das, dann geht ihr nochmal auf das Handy, auf die Jobliste und nehmt einfach irgendeinen Job von einem NPC an, diesen müsst ihr genau in dem Moment annehmen, indem ihr auch in das NPC-Auto wieder einsteigt. Habt ihr das Ganze dann alles richtig gemacht, dann fahrt ihr jetzt einfach wieder mit dem NPC-Auto zu eurer Garage zurück und fahrt jetzt einfach damit in eure Garage rein, sodass ihr in dieses Auswahlmenü reinkommt, indem ihr nun eben eure beiden Apartments auswählen könnt. Jetzt wählt ihr einfach das Apartment aus, in dem ihr auch den Monster Truck drin haben wollt und wartet jetzt hier so lange, bis unten rechts dieser Ladescreen kommt, dass diese Mission nun gestartet wird. Seid ihr dann in der Mission drin, dann verlasst ihr diese direkt danach wieder und jetzt müsst ihr gut aufpassen. Und zwar, wenn ihr diese Mission verlasst, dann kommt diese Meldung, ob ihr die Mission wirklich verlassen wollt. Und dann drückt ihr zweimal X oder A. Denn wenn ihr zweimal drückt, dann bestätigt ihr automatisch noch die Garage, die ihr davor schon ausgewählt habt. Und dann seht ihr noch kurz euren Charakter auf der Straße. Da müsst ihr dann wirklich sofort Y oder Dreieck drücken. Denn dann werdet ihr nochmal kurz in den Monster Truck reingespawnt. Und dann werdet ihr auch schon in die Garage rein teleportiert, die ihr gerade eben ausgewählt habt. Und das war auch schon der komplette Glitch. Also es ist wirklich absolut einfach. Bei mir hat das gleich beim ersten Mal funktioniert. Und auch noch völlig alleine. Und so könnt ihr eben deinen Monster Truck für immer in eurer Garage bekommen. Ist wirklich ein absolut geiler Glitch. Ich kann es wirklich jedem von euch nochmal empfehlen. Damit könnt ihr auf jeden Fall ordentlich eure Freunde trollen, denn die werden sich auf jeden Fall fragen, wie ihr das geschafft habt. Und dann hoffe ich natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es ist, dann prügelt jetzt auf jeden Fall für diesen geilen Glitch auf den Like-Button ein. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Euer Crimex.